Hallo zum zweiten Video aus der Reihe der Partizipien. Heute schauen wir uns das Partizip 2 an, das ihr auch als Partizip perfekt kennt. Wie so ein Partizip 2 aussieht, habt ihr sicher schon einmal gelernt. Zum Beispiel, wenn ihr ein Perfekt benutzt. Ich habe die Pizza gegessen. Gegessen ist das Partizip 2, Partizip Perfekt. Oder wenn ihr ein Passiv benutzt. Das Auto wurde gestern verkauft. Das Partizip 2 kann aber auch als Adverb benutzt werden. Sie saß verletzt im Krankenhaus. Verletzt ist ein Adverb, weil es sich auf das Verb sitzen bezieht. Wie saß sie im Krankenhaus? Verletzt. Und natürlich kann man das Partizip 2 auch als Adjektiv benutzen. Die verletzte Frau saß im Krankenhaus. Die verletzte Frau. Hier ist unser Partizip 2 ein Adjektiv und bekommt natürlich auch seine entsprechende Adjektivendung. Wollen wir noch einmal wiederholen, wie so ein Partizip 2 gebaut wird. Beim Partizip 2 müssen wir unterscheiden, ob wir ein regelmäßiges oder ein unregelmäßiges Verb haben. Schauen wir uns zuerst die regelmäßigen Verben an. Die regelmäßigen Verben sind einfach. Bei einem regelmäßigen Verb ohne Vorsilbe haben wir als erstes das GE, dann den Verbstamm und dann die Endung T, gekauft. Bei einem regelmäßigen Verb mit einer trennbaren Vorsilbe trennen wir die Vorsilbe und den Verbstamm und setzen das GE in die Mitte. Eingekauft. Bei einem regelmäßigen Verb mit einer untrennbaren Vorsilbe sieht das Ganze so aus, dass das GE wegfällt. Verkauft. Und bei Verben mit der Endung ihren gibt es auch kein GE als Vorsilbe. Trainiert, kopiert, studiert. Bei den unregelmäßigen Verben kann sich beim Wechsel von Präsens zum Partizip 2 der Vokal verändern. Wie sich der Vokal verändert, findet ihr in meiner Liste mit den 7 Familien der unregelmäßigen Verben. Nehmen wir einmal das Verb laufen. Beim unregelmäßigen Verb laufen ohne eine Vorsilbe ist das Partizip 2 gelaufen. Also GE am Anfang und die Endung EN für das Partizip am Ende. Bei dem Verb mit trennbarer Vorsilbe wäre es zum Beispiel nachgelaufen. Genau wie bei den regelmäßigen Verben wird bei den unregelmäßigen Verben mit der trennbaren Vorsilbe Vorsilbe und Verbstamm getrennt und das GE in die Mitte gesetzt. Und bei den unregelmäßigen Verben mit einer untrennbaren Vorsilbe fällt das GE natürlich wieder weg. Ich habe mich verlaufen.
Die Bedeutung des Partizip 2 ist in der Regel passiv. Meistens entspricht sie einem Vorgangspassiv. Ich sehe die vom Sturm zerstörten Bäume. Die Bäume wurden vom Sturm zerstört. Und jetzt seht ihr gleich eine zweite Bedeutung des Partizip 2. Etwas passiert vorzeitig. Ich sehe jetzt die Bäume, die vom Sturm zerstört wurden. Ich sehe die Bäume, Präsens, die vom Sturm zerstört wurden, Vergangenheit. Das Partizip 2 kann aber auch die Bedeutung eines Zustandspassivs haben. Dann muss etwas nicht unbedingt vorher passieren, dann ist die Bedeutung oft auch gleichzeitig. Das frisch verliebte Paar möchte bald heiraten. Hier haben wir die Bedeutung eines Zustandspassivs. Das Paar ist frisch verliebt und möchte bald heiraten. Hier passiert es gleichzeitig. Das Paar ist frisch verliebt, Zustandspassiv Präsens, und möchte bald heiraten, Konjunktiv 2. Präsens. Das war das Wichtigste zum Partizip 2. Mehr Infos und Tipps, wie man aus einem Partizip 2 einen Relativsatz oder aus einem Relativsatz ein Partizip 2 macht, findet ihr in dem entsprechenden Video in meinem Kanal.